kostenlos und schnell ein richtig geiles Intro für YouTube. Let's go! In diesem Video will ich dir zeigen, wie du ganz schnell mit Hilfe von einem kostenlosen Programm namens DaVinci Resolve 17 ein sehr, sehr geiles, cleanes, professionell aussehendes Intro schaffen kannst. Wir werden damit im Fusion Tab arbeiten. Ich versuche ihn dir so gut wie möglich ganz simpel rüberzubringen und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Doch bevor wir starten, noch ein kleines Wort zu dem heutigen Sponsor dieses Videos, Own.tv. Own ist die beste Plattform für dich, falls du keine Zeit und Lust hast, ein eigenes Overlay zu erstellen für deinen Stream. Bei Own kriegst du in einem Gesamtpaket Starting, Ending, Pause Screen, verschiedene Arten von Camera Borders und sogar Offline-Banner, Logo und Panels. Mit dem Code STREAMACTION sparst du 50% auf jede Bestellung und wenn du über den Link unter diesem Video drauf gehst, krieg ich sogar noch einen kleinen Prozentsatz davon ab. Also würdest du mich deswegen auch nochmal extra unterstützen. Danke schon mal für deine Unterstützung. Jetzt starten wir aber los mit dem Video. In DaVinci Resolve 17 bin ich jetzt drin. Das sieht so, sieht's bei mir aus. Wir klicken unten auf New Project. Ich nenne das Ganze jetzt mal Logo Neon. Ja, great. Okay, wir sind jetzt hier drin. Bevor wir irgendetwas machen, gehen wir jetzt erstmal auf das Zahnrad. Denn da wollen wir jetzt Einstellungen treffen. Wir wollen nämlich keine 24 Frames pro Sekunde haben, sondern 30 Frames, also 30 Bilder pro Sekunde. Die Playback-Framerate wird auch automatisch auf 30 gesetzt, die musst du gar nicht manuell festlegen, könntest du machen, aber würde ich nicht machen. Unten bei den Optimized Media und Render Cache klicken wir noch die zwei Häkchen, die noch nicht aktiviert sind, an und gehen dann auf Save. So, dann läuft alles flüssiger und generell besser. Im Media-Tab machen wir jetzt folgende Sache. Wir laden jetzt einmal dein Logo rein, also das Logo, was du hast mit einem transparenten Hintergrund, also dass es keinen Hintergrund hat. Und dann einmal die Farbe, die du haben willst als Hintergrund. Die musst du aber nicht reinladen. So, ich habe jetzt einmal hier mein Logo drin mit dem Hintergrund und einmal das Logo ohne Hintergrund. Und jetzt gehen wir in die Edit-Page. In der Edit-Page wird es jetzt ganz interessant, denn wir wollen unten in den Fusion-Tab. Aber weil wir in den Fusion-Tab gehen können, aber dann dennoch nichts animieren können, ohne dass wir eine Fusion-Composition haben, brauchen wir die jetzt erstmal. Dazu gibt es zwei Wege. Den ersten Weg ist mein Favorite-Weg. Wir nehmen einfach hier bei der Effects Library, falls sie bei dir nicht ist, hier oben auf Effects klicken. Und falls du das hier nicht siehst, im Media-Tab hier oben auf Media Pool klicken. Und hier drüben, das habe ich immer offen, das ist der Inspector-Modus, da macht man so grundlegende Einstellungen. Und du gehst also in die Effects Library unter Effects, gehst dann auf Fusion Composition und ziehst das Ganze hier einfach rüber. Wenn ich jetzt mal ranzoome, ich bin ja gerade ganz rausgezoomt. Wenn ich jetzt ranzoome, dann kann ich das Ganze hier aufstellen als die Länge. Und gerade ist es 8 Frames drüber und dann kann ich das einfach hier so zuschneiden. Oder man zieht den Schiebelregler hin, klickt hier oben in den Media Pool rein, tut dann New Fusion Composition, stellt hier die Zeit ein und drückt auf Create und zieht die dann hier rein und hat das Ganze auch drin. Ich würde euch aber empfehlen, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Man ändert dabei nichts. Du gehst also jetzt in die Fusion Composition, indem du hier drüber gehst und klickst hier unten auf Fusion und jetzt machen wir geile Animationen. Wir haben hier also den Media Tab. Der Media Tab ist generell das, was man ausgibt. Also ohne den Media Tab kriegst du am Schluss kein Bild raus. Falls du den nicht hast oder falls du den aussehen gelöscht hast, dann kannst du den auch mit Steuerung und Leerzeichentasten, dann kannst du suchen und dann klickst du einfach Media Out an hier und dann kriegst du den auch und klickst auf Add und dann hast du den auch. So, hier ist meiner. Was wir jetzt machen ist auf jeden Fall erstmal, damit das hier Ganze strukturiert ist, wir klicken hier rechtsklick rein, Arrange Tools, Turn on the Grid. Ohne das Grid würde man hier das irgendwie bewegen können, wie man will, mit dem Grid nicht. Also dann wird das hier schön auf diese Kreuze festgelegt. Wir brauchen jetzt erstmal einen Hintergrund. Hier oben ist der Bildschirm ist noch gezweit, deswegen mache ich so, dann hat man nur noch eine Ansicht. Wenn man jetzt also hier entweder diesen Punkt rechts klickt oder 2 drückt, dann wird das hier drüben gekommen, aber hier haben wir noch nichts dahinter gelegt, deswegen sieht man jetzt nichts. Also ja, also diese Punkte widerspiegeln immer die Screens. Wenn man das hier so macht, dass hier 2 Screens sind, ist das hier der erste Punkt der eine Screen und der hier der andere Screen und wenn du einen hast, dann ist immer der zweite. So, wir nehmen jetzt also mal einen Hintergrund, zum Beispiel den hier, das ist der Background, den zieht man sich rein, denn mit dem Logo würde man jetzt hier, ich kann euch das Ganze mal demonstrieren, würde ich das Logo hier reinnehmen und drücke hier drück hier 2, dann ist das ja diese 2000x2000 Pixel, die ich als mein Logo rausgerendert habe. Ich will das Ganze jetzt mal natürlich im 1029x1080 in dem Standardformat von YouTube. Deswegen brauche ich jetzt erstmal einen Hintergrund, der mir dann die richtige Maße direkt gibt hier. Der hat jetzt, wenn man hier draufklickt, im Inspector-Tab die Farbe schwarz. Die wollen wir natürlich nicht, deswegen ziehen wir jetzt erstmal unser Logo oder den Hintergrundfarbe, die man haben will, rein. Drücken 2, um die hier zu sehen und nehmen uns dann hier im Background mit der Pipette, nicht Pinzette, Pipette, die Farbe raus und haben die jetzt schon als unseren Hintergrund. Das kann man hier Ganzes sehen. Ihr könnt natürlich das auch Ganze so machen, falls ihr keinen festen Hintergrund habt. Ihr sucht euch einfach eine Farbe raus, wo ihr denkt, die passt. Im Kontrast ist die dunkel sehr gut zu eurem Logo. Okay, haben wir das erstmal. Jetzt bringen wir unser Logo ins Spiel. Aber das Logo kann man nicht einfach so irgendwo hier draufziehen. Das würde sich nichts bringen, denn hier würde automatisch eine Merge-Note hinzugefügt werden. Die Merge-Note ist ganz simpel. Das ist die hier. Und die braucht man immer, um irgendwelche Sachen hinzuzufügen. Um die hier, entweder ihr könnt die direkt von hier aus direkt draufziehen. Also ihr zieht die direkt hier so drauf, dass hier der Pfeil zwei Farben anzeigt. Oder
Oder ihr zieht die hier rein und müsst dann Großschreibetaste drücken, während ihr die gedrückt hält und hier reinzieht. So, dann habt ihr die drin. Und was das macht, ist praktisch, es verbindet den Hintergrund, das ist der gelbe Pfeil, und den Vordergrund, das ist der grüne Pfeil, mit den Effekten, das ist der blaue Pfeil, als ein Output zum Media Out oder generell zu einem anderen Merch Note und so weiter. Somit kannst du halt das Ganze als lange Kette machen. Lange Rede, kurzer Sinn, es verbindet einfach Hintergrund und Vordergrund und man kann jetzt hier das Logo reinnehmen ohne transparenten Hintergrund und man erfindet, sieht das dann hier drin und hat einmal das als Hintergrund, den Background hier als Hintergrund, den hier und das hier als Vordergrund. So, und zusammen sieht es dann so aus. Man kann sich das Ganze auch so merken, du hast einen Toaster, das ist der Hintergrund. Den brauchst du auf jeden Fall, denn ohne Toaster kannst du keine Toasts machen. Der Toast ist der Vordergrund, den tust du einfach hinzufügen. Aber um den Toast in den Hintergrund zu kriegen und die beide dann als einen gebrannten Toast zu bekommen, brauchst du deine Hände. Und das wäre in dem Fall die Merch Note. So kann man sich das ungefähr merken. So, wir haben jetzt ganz Ganze einfach hier den Media In, das ist das Logo. Ich nenne das jetzt einfach um mit F2 zum Logo und sicherheitshalber, damit sie da versteht, den Background auch zum BG. Das Logo ist jetzt noch ziemlich groß, weil ich habe das Ganze mal 2000x2000 rausgerendert. Ich will das nicht, deswegen tue ich hier auf Transform klicken. Nachdem ich hier auf das Logo geklickt habe, so erscheint das hier. Oder wie gesagt, ihr zieht das wieder hier rein. Und dann tue ich die Size mal einstellen, das ist wichtig. Ihr stellt jetzt die Größe ein, die ihr haben wollt. Und die kann man später, also die könnt ihr noch verändern, aber es sieht dann kacke aus, wenn ihr die verändert. Deswegen lasst die am besten so, wie ihr es haben wollt, jetzt direkt. Ich sag mal so, wenn ihr das so groß habt, sieht es nicht so geil aus, wie wenn ihr das, oder so, wenn ihr das so habt. So sieht es einfach professioneller aus. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf Punkt 5. Das ist eine gute Größe oder Punkt 45. Komm, dann haben wir die Größe also schon mal von dem Ding. Und hier können wir direkt auch noch mit Steuerung und Leerzeichentasten suchen wir Blur. Klicken hier drauf und Add und haben das hier, Großschreibtaste, und ziehen das hier rein. Und die Blur Size, das ist wichtig, und stellen den Fast Gaussian zum Gaussian oder Gaussian oder Gaussian. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, jetzt wollen wir diese Linie, die hier später rumfährt, haben. Und dazu brauchen wir wieder ein Merch, weil wir wollen ja wieder was Neues reinverbinden. Und einen Hintergrund. Und dem Hintergrund geben wir direkt die Farbe mit der Pipette von unserem Logo, verbinden das, und der übernimmt jetzt gleich den ganzen Screen. Weil wir das hier Ganze nicht so haben wollen, brauchen wir jetzt einen Spline, also wir ziehen jetzt praktisch einen Pfad gleich um unser Logo. Dazu nehmen wir bitte nicht den Polygon Mask, sondern eher den direkten B-Spline, denn der B-Spline ist nice. Ja, der B-Spline zieht halt direkte Kurven und sieht einfach cleaner aus, deswegen klickst du den an. Und ist praktisch ein Effekt, deswegen hat er auch den blauen Pfeil. Und jetzt kannst du hier reingehen in das Bild und kannst hier den Logo abfahren. An dem äußersten Rand würde ich euch immer empfehlen. Falls ihr irgendwann, falls es irgendwann nicht geht, weil ihr irgendwie STRG-Z gemacht habt oder so weiter, dann müsst ihr hier oben nur draufklicken und schon könnt ihr hier weiter den Pfad ziehen. Und das machen wir einfach mal. Ihr geht jetzt zum Beispiel, ihr fangt hier an. Ich fange jetzt einfach hier an, ziehe dann das Ganze einfach so hoch. Ihr füllt praktisch, ihr zieht praktisch eine Linie, indem ihr immer draufklickt, hier um euer ganzes Logo. Das dauert bei mir so circa bei dem Logo jetzt 2-3 Minuten. Und bei euch dauert das Ganze, wenn es umso detailreicher ist, zack, 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 keine Ahnung, einfach die äußerste Linie langfahren. Das machen wir jetzt einfach mal. You shake my nerve and just break my shit. Wie gesagt, denkt bei dem ganzen Nachziehen nicht so sehr an Details, zieht das einfach hier nach. Und ja, jetzt geht das auch Ganze ziemlich schnell. Ich mache generell viele Punkte, weil ich will auch, dass es genauer ist. Umso genauer ihr das macht, umso besser sieht es natürlich dann auch später aus. So, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel zu einer Ecke kommt, dann einfach hier Ecke rein und hier, dann habt ihr hier eine ganz enge Kurve und das wollt ihr natürlich auch haben bei einer Ecke. Ihr wollt jetzt nicht, dass es dann direkt hier, wenn ihr hier in die Ecke geht, dass es so aussieht, sondern ihr wollt, dass es schön in die Ecke reingeht. So. Ich nähere mich jetzt schon langsam dem Ende und was man jetzt unten macht, ist ganz simpel. Man kommt jetzt hier ran und bevor man den letzten Punkt macht, klickt man direkt hier drauf, so dass hier der kleine Ding ist, und schließt das Ganze. Und schon wird das Ganze ausgefüllt mit der Hintergrundfarbe. Und so sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ziemlich clean und ja, es sieht einfach perfekt aus. So wollte ich das haben. Aber wir wollen ja nicht, dass es hier das Ganze ausfüllt. Deswegen tun wir hier Solid weg und haben jetzt praktisch hier eine Border Width, die wir einstellen können. Und die Ganze würde ich euch empfehlen, auf Punkt 003 zu machen. Dann ist es eine schöne, schöne Dicke. Das ist diese Dicke, okay? So, das sieht dann dick genug aus und so wollen wir das haben. Haben wir das also und ja, jetzt legen wir darunter noch kurz einen Glow-Effekt. Steuerung und Leerzeichentasten, dann könnt ihr wieder Glow suchen. So, Add, zieht den hier rein mit Großschreibtaste und dann könnt ihr hier direkt die Glow-Size und so weiter hinzufügen. Ich würde die Glow-Size ganz hoch stellen und den Glow kann man ja extremst machen. Ich mache den so
dezent auf Punkt 9.3. Gut. Jetzt haben wir also die wichtigen Sachen. Beim BG tun wir jetzt noch auf dieses, auf diesen Kreis drücken. Und dann haben wir eine Ellipse. Und die ziehen wir jetzt erstmal ganz groß, indem wir Großschreibetaste drücken, hier hingehen und so machen. Und dann haben wir die groß. Und am besten macht ihr das so, dass sie hier ganz nah bei den Ecken ist. Also ungefähr so. Jetzt haben wir also die grundlegenden Sachen eingestellt, die wir haben wollten. Und jetzt animieren wir das Ganze. Wir setzen uns praktisch Keyframes, Keypunkte und so weiter. So, wir haben also jetzt hier die 5 Sekunden. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal den Pfad, der hier direkt lang fährt. Hier haben wir direkt so eine Sache, denn da haben wir das eingestellt. Da könnt ihr den Keyframe, in dem ihr draufklickt, einfach wegmachen. Da passiert nämlich gar nichts. So, wir gehen jetzt mal zu Frame 30 und drücken hier Position und Length beides auf 1. Und drücken dann jetzt hier die Keyframes an. Gehen dann zu Frame 0 und tun das Ganze wegmachen. So, das ist wichtig. Dann haben wir das Ganze. Dann gehen wir zu, hier wird das dann, kommt es reingeflogen. Das sehen wir dann gleich. Jetzt haben wir hier 150 und was wir machen ist, wir gehen zu Frame 135. Drücken hier oben bei Level das Ganze an, weil wir haben den Wert 1 bei Level. So, gehen 1, 2, 3 vor, gehen auf 0, gehen 1, 2, 3 vor, gehen auf 1, gehen 1, 2, 3 vor, gehen auf 0, 1, 2, 3 auf 1 und 1, 2, 3 auf 0. So, dann haben wir das Ganze schon mal animiert. Jetzt machen wir uns zum Glow, der direkt hier auch ist. Den Glow machen wir so bei Frame 50, machen wir auf Blend, drücken hier drauf, 1, 2, 3, 4, 5 vor, auf 0, 1, 2, 3, 4, 5, auf 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, auf 0, 1, 2, 3, 4, 5 und dann könnt ihr einfach hier wieder auf den Punkt drücken für 0,2. So, dann haben wir das Ganze auch animiert, dann hört der hier mal, kommt der und geht. Gut, gehen wir direkt zum Logo, das Logo soll reinfliegen, deswegen gehen wir zu Frame 15, da haben wir ja das Logo, gehen zu Frame 30, da soll das ja hier sein. Gehen hier hin, markieren uns die Size, die Größe, markieren uns die Blur Size. Hier gehen auf Frame 15, machen die Blur Size ganz hoch und die Transform auf 0. So, dann seht ihr, kommt hier direkt erstmal der Pfad, der hier lang fährt, zusammen mit einem Glow-Effekt. Und hier kommt jetzt das Logo reingeflogen und ist dann da. So, das ist gut, das haben wir schon mal. Ziehen uns das Ganze jetzt mal nach oben. Und mal drücken Steuerung und Leerzeichentasten und geben jetzt ein DVE. Wichtig, DVE ist mega geil. Ziehen dann hier rein, Großschreibetaste, gehen vor auf Frame 35, geben hier auf Set Move und gehen nach hinten und machen den auf ganz hoch, auf 0. So, dann fliegt es praktisch uns nämlich entgegen, was natürlich auch sehr geil aussieht. Während hier das andere immer wieder kommt und geht und generell auch ziemlich geil aussieht. Jetzt animieren wir kurz den Background, die Ellipse. Die soll nämlich von Frame 15 bis 45 da sein. Also 45, da soll sie da sein. Deswegen markieren wir uns die Width und die Height. Gehen auf Frame 15 und machen das beides auf 0. Gehen auf Frame 35 minus 30 auf Frame 105. Markieren uns hier wieder die Width und die Height. Gehen auf Frame 135, machen das Ganze auf 0. Und gehen auf Frame 20, dann da ist der Glow noch da. Markieren uns hier den Glow wieder, die Blend. Und gehen auf Frame 35 und machen hier den Glow weg. So, jetzt haben wir die ganzen Keyframes gesetzt. Und jetzt gehen wir in den Spline-Tab, denn da wird das Ganze jetzt sehr, sehr geil. Wir werden jetzt generell das Ganze smoother machen, natürlicher aussehen lassen. Weil gerade ist ja die Kurve noch sehr linear. Sie geht nach oben, es sieht nicht so natürlich aus, die Bewegung. Und das wollen wir jetzt machen. Also, wir gehen auf Spline, haben jetzt hier unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ordner, sollten das sein. Gut, gehen auf die Ellipse. Da haben wir einmal die Width und die Height. Wenn man hier auf dieses Fit-Tool klickt, dann sieht man auch hier, geht es vom Punkt 0 aus, da ist die Ellipse nicht da, geht auf ihre Größe, bleibt bis zu ihrer Größe und geht wieder runter. Und bei Transform ist das gleiche auch bei dem Logo, ist es klein, geht hoch und geht weiter. Und bei dem Blur, der Blur ist groß, wird klein und ist dann die ganze Zeit klein. DVE wird hier hinten, fliegt es raus. Bei B-Spline, das ist, wo das kommt hier rein und ja, das wollten wir genauso haben. Und der Glow ist auch hier. Gut, jetzt haben wir das Ganze. Wir demarkieren uns mal wieder alles. Markieren uns jetzt nur die Ellipse, nämlich die Width. So, haben das hier, markieren uns die zwei Punkte. Steuern S für Smooth. Geben hier das Ganze nach vorne. So, das heißt, es wird schnell größer und dann langsamer größer. Und hier hinten markieren wir uns das Ganze. Wieder S. Machen das Ganze so hin, es wird schnell klein und dann langsam klein. Wichtig. Bei der Height machen wir genau das gleiche. Wir machen hier das wieder nach vorne. Das heißt, bei der Height wird es genauso schnell groß. Und hier hinten genauso schnell klein. So, dann haben wir die Ellipse schon mal animiert. Gehen wir direkt zum Transform. Das ist da, wo unser Logo groß wird. Und das tun wir hier hin. Wir können das Ganze euch, ich kann das Ganze euch auch mal umbenennen. Also wir haben hier der Blur. Das ist ja der Blur-Logo.
Ich nenne das Ganze mal mit Unterstrich, dann kann man es noch besser lesen. Blur Unterstrich Logo. Dann haben wir hier den DVE. Das nenne ich mal Fliegen. Da kommt es uns entgegen. Transform nenne ich mal Controller für Logo. Da kann man die ganzen Größen und so einstellen. Hier Kreis für den BG. Das kann ich Ganze auch so nennen. Kreis BG. So, nennen wir das Ganze mal so. Hier nenne ich das Ganze mal Licht für Glow. Background BG. Linie, das ist die Farbe von der Linie und hier können wir das Ganze mal die Linie an sich nennen. Oh, perfekt, ich kann schreiben. So, jetzt haben wir das Ganze mal umbenannt und jetzt könnt ihr euch das Ganze auch besser vorstellen. Wir klicken also auf den Spline, gehen jetzt einfach in den Controller vom Logo, da können wir die Größe einstellen, die haben wir animiert, drücken hier auf S und machen das Ganze so, dass wir hier nach vorne gehen und das hier ganz nach hinten, bis auf ein Dings von dem Abstand. So, dann gehen wir auf Blur Logo, die markieren uns das Ganze hier oben. Blur Logo ist auch wieder nur die Blur Size. Die geht ja schnell weg und das machen wir genau das gleiche, bloß andersrum. Wir klicken auf S, ziehen das Ganze so nach hinten und gehen das Ganze nach vor, bis auf einen Platz Abstand zu dem Ding, wo es hier so das treffen würde. Gehen dann auf das Fliegen, wo es uns entgegenfliegt. Das ist ja der DVE. Gehen hier das Ganze lang, so, und machen hier auch das Ganze so nach hinten und das hier Ganze so nach vorne. So, gehen auf die Linie an sich, die jetzt animiert wird, okay, perfekt. Machen hier erstmal nur das Level, da wird's ja, geht ja weg, das ist ja am Schluss. Es soll schnell weggehen, deswegen fällt es schnell ab, hier, schnell ab, dann langsam. Und es soll schnell wieder kommen, dann steigt es wieder schnell an. Dann soll es hier wieder schnell abfallen, schnell ansteigen und schnell abfallen. Praktisch nicht, dass es so ist, sondern dass es ist. Okay, dann haben wir das Ganze eingestellt, dann gehen wir jetzt mal auf die Position. Das ist praktisch da, wo die Linie sich, die Linie fährt dann praktisch hier an dem Pfad, den wir gesetzt haben, außen lang. Und die Length ist, das wird immer länger. So, die Position wollen wir animieren, da drücken wir einfach nur auf S. Und die Length wollen wir auch animieren, da drücken wir, markieren wir uns das Ganze und drücken auch einfach nur auf S. Immer hier oben auf Fit drücken, damit ihr das, die ganzen Keyframes direkt vor eurer Fresse habt. So, Licht, gehen wir zu dem Glow-Effekt, zu dem Licht. Der ist ja dann kurz Zeit weg und dann kommt, geht der weg, wenn der Background weggeht, also wenn die, wenn dieser Kreis sich wieder schließt. Ist also auch geil. Das heißt, wir drücken hier auf Fit, haben wir gemacht. Markieren wir uns das Ganze. S, wollen, dass es schnell abfällt, dass es wieder praktisch dieses macht. Ziehen das Ganze hier oben lang, damit es wieder schnell ansteigt. Ziehen das Ganze hier unten lang, damit es schnell abfällt und dass es hier oben wieder schnell ansteigt. Und markieren wir uns das hier und drücken dann praktisch hier, dass es schnell weggeht. So, mehr müssen wir nicht machen. Jetzt haben wir das Ganze mal animiert. Und ja, jetzt gehen wir in die Edit-Ding. Und falls ihr hier nichts seht, dann müsst ihr, wie gesagt, gucken, dass das hier alles mit eurem Media-Out verbunden ist. Jetzt machen wir noch eine Sache. Wir kopieren das Ganze, markieren wir uns, STRG-C, STRG-V, ziehen uns das Ganze hier rein und tun das Licht von hier weg. Jetzt haben wir das Ganze nämlich dann gleich noch mal ein bisschen mehr betont. So, und jetzt einfach auf Edit gehen und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht das Ganze jetzt also, wenn man es hier gerendert hat. Ihr müsst es, wie gesagt, ein bisschen durchlaufen lassen. So sieht das Ganze jetzt mal im Loop aus. Wir analysieren das. Hier kommt die Linie rein, die wir animiert haben, die Length Position mit dem Glow zusammen. Und hier kommt unser Logo rein mit dem Blur, wird größer. Der Background kommt gleichzeitig rein. Hier geht es weg. Das ist den Glow, das Licht, das wir animiert haben. Gehen dann weiter vor. Hier geht dann irgendwann der Hintergrund wieder weg. Hier kommt der weg. Währenddessen verschwindet auch der Glow, das Licht. Dann fliegt unser Logo raus und währenddessen geht das andere immer weg, zack und zack. Und so endet dann praktisch euer Logo. Das Schwarze ist transparent. Das ist praktisch, da seid ihr noch im Hintergrund. Das Ganze ist wichtig, wie man das rausrendert. Das zeige ich euch jetzt auch gleich, wie er das Ganze mit einem transparenten Hintergrund rausrendert. Und so sieht das Ganze aus. Sieht mega, mega geil und clean aus, finde ich. So, wir klicken jetzt praktisch auf Deliver. Da rendert man die Sachen heraus und tun hier auf Audio, Export Audio weg. Denn wir wollen keine Audio. QuickTime bleibt. GoPro Cineform, RGB 16-Bit. Haben dann hier praktisch Export Alpha als Option. Klicken auf Individual Clip. Dann haben, weil wir haben ja sowieso nur einen Clip in dem Fall. Pre-Multiplied, das passt. Add Render Queue, dann rendert ihr das Ganze raus. Dann wird es als MOV-Datei sein. Und diese MOV-Datei könnt ihr dann immer wieder verwenden, um sie in irgendwelche DaVinci Resolve-Projekte reinzuschieben. Und ja, so könnt ihr dann auch das Ganze benutzen, um schneller zu editieren. Könnt euer Logo weiterhin benutzen. Und ja, müsst das nicht immer selber machen, sondern rendert es einfach raus und tut es da rein. Was ihr auch machen könnt, ist, könnt ihr einfach den Fusion-Tab dann praktisch in den Power-Bin reinziehen, indem ihr zum Beispiel hier sagt, New Bin, Intro. So, dann erstellt ihr den, dann zieht ihr einfach das Ding hier rein und dann habt ihr hier das Ganze drin und könnt es immer wieder reinziehen
Und ja, falls ihr euch fragt, was diese Powerbins sind, hier oben findest du ein Video, wie man schneller editieren kann mit DaVinci Resolve. Da erkläre ich euch extra, was diese Powerbins sind. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, könntest du auch einfach einen positiven Like dalassen. Positiven Like? Ei, weiß ich nicht. Ein Like nach oben dalassen, einen Daumen. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach unten geben, bloß das sagt halt keiner in seinen Videos, weil meine Videos auch generell nicht so scheiße sind, dass man einen Daumen nach unten gibt. Der eingebildete Boss-Kappa. Falls ihr auch noch Bock habt, irgendeinen Merch von mir zu kaufen, hier hinten seht ihr meine Merch. Sammlung. Das ist noch nicht alles im Store. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Und ja. Und falls ihr Bock habt, dass ich irgendwann mal irgendwas für euch machen soll, sei es Aufträge und so weiter, und ihr generell mal sehen wollt, was ich kann, was ich drauf habe, dann könnt ihr auch meine Webseite abchecken. streamaction.de. Schaut da gerne mal vorbei. Bis dahin, hauen Sie rein, Leute. Und ciao. Kauf ein Merch.